Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen wieder ein kleines Adventure, und zwar Civil. Das ist ein Adventure aus dem Jahre 2009 und ich glaube, es kommt von Deutschland ein Studio aus München, glaube ich. Das Besondere an dem Spiel hier ist, dass wir nicht den großen Helden spielen oder auch den Antihelden, sondern im Großen und Ganzen den Bösewicht namens Civil, ein Tyrann, der über einen gewissen Staat halt herrscht. Aber das werden wir gleich noch sehen. Das Spiel hat sich leider nicht sehr sonderlich gut verkauft. Dabei ist es eigentlich ziemlich klasse, finde ich. Also, mir gefällt es extrem gut. Okay, ich habe es jetzt nur einmal gespielt. Vielleicht hat sich mein Geschmack auch geändert, aber das bezweifle ich mal. Es soll ziemlich lustig sein, guter Humor haben und ich würde sagen, ich starte einfach mal das Spiel und dann schauen wir uns das Ganze doch mal gemeinsam an. Neues Spiel starten, natürlich. In einem Schloss in einer Stadt lebte einst ein König. Dieser König hieß Civil und er war ein bösartiger und gemeiner Mann. Er unterdrückte und tyrannisierte die armen Bürger von Phyrianis. So hätte es noch viele Jahre weitergehen können. Doch eines Tages... Ja, eines Tages. Ich schätze mal, das hier ist unser Schloss. Und der kleine Typ hier, das sind wir. Ah, ein weiterer Tag in meinem wunderbaren Reich. Was haben wir denn hier? Eine Streitigkeit, die meiner Rechtsprechung bedarf. Meine jämmerlichen Untertanen kommen offenbar nicht ohne mich aus. Mal sehen. Der große, böse Wolf verklagt die drei kleinen Schweinchen, weil er sich beim Anpusten ihres Hauses durch herunterfallende Dachziegel eine Kopfverletzung zugezogen hat. Die drei Schweinchen klagen wiederum den Wolf an, weil er ihr Haus beschädigt hat. So, was haben wir denn? Eine schwere Entscheidung? Ja, können Sie noch mal überdenken? In diesem Fall ist niemand eine Schuld. Wir können den Wolf bestrafen, sie alle bestrafen. Oder die Schweinchen bestrafen. Und da wir ein bösartiger und fürchterlicher Tyrann sind, würde ich sagen, wir bestrafen sie alle. Ich sollte sie alle bestrafen. Sie werden alle dafür büßen, dass ich mir ihr belangloses Gejammer anhören muss. Ich denke, einige Jahre im Bergwerk sind hier angemessen. Prächtig. Selten habe ich solch ein ausgeglichenes Urteil gesprochen. Nun kann ich mich anderen Regierungsgeschäften widmen. Ja, ich sag ja, er ist nicht der besonders netteste Geselle. Oh, hier ist noch ein weiteres Papier. Ein Brief meines Bergwerkverwalters. Er benötigt dringend unverbrauchte Arbeitskräfte. Ich gehe davon aus, dass ich gerade genügend Freiwillige für ihn gefunden habe. Nichts könnte mir diesen Tag noch verderben. Wer wagt es, mich bei meinen wichtigen Amtsgeschäften zu stören? Ich glaube, das hört sich nach einem Putsch an. Niederträchtiges Gesindel! Was steht ihr denn hier faul herum? Los, geht nach draußen und vertreibt dieses Pack! Naja, also, wisst ihr... Nun, heraus damit! Also, es ist so... Ach, sei still, du Dummkopf! Wir haben beschlossen, dass ihr uns zu wenig bezahlt, als dass wir uns dem Kampf mit den Rebellen da draußen stellen würden!
Da laufen wir lieber über. Was? Ihr treuloses Gewürm wollt mir den Dolch in den Rücken stoßen? So weit würde ich nicht gehen. Wir halten euch nur so lange hier fest, bis weitere Rebellen zur Verstärkung eintreffen. Ich hätte eben doch vernünftiges Personal anstellen sollen. Rebellen zu mir! Wir haben Seville gefangen! Irgendwie muss ich in den Keller des Schlosses gelangen. Dort kann ich vielleicht durch das versteckte magische Portal fliehen. Ja, Akt 0. Auf der Flucht. So, wir spielen Seville, wie schon gesagt. Und da schauen wir uns doch mal an. Die Taschen mit Gold vollstopfen hört sich doch gut an. Ach ja, zu gern würde ich mir die Taschen mit Gold vollstopfen. Aber ich befürchte, es würde mich bei der Flucht doch arg behindern. Lass es nur liegen. Wir kümmern uns dann schon darum. Das war irgendwie klar. Diese Bösartigkeit erinnert mich an jemanden. Vielleicht an dich selber? Wir haben auf jeden Fall im Inventar ein Multifunktionszepter. Mein treues Multifunktionszepter. Sowohl als Zepter, als auch als Gehstock, Keule und vieles mehr zu verwenden. Okay. Was haben wir sonst noch? Du wirst nicht entkommen! Was haben wir sonst noch? Da haben wir ein Porträt. Ein Bild meiner Cousine Brunhilda. Hä? Das soll eine Frau sein? Die hat ja mehr Haare im Gesicht als ich am ganzen Körper. Zugegeben, über Damenbärte lässt sich streiten. Nein, eigentlich nicht. So, was haben wir sonst noch da? Hier können wir nach vorne gehen. Wie es aussieht. Ah ja, okay. Dann können wir vielleicht eine Axt nehmen. Die Axt hängt etwas zu hoch. Ich werde wohl ein Hilfsmittel brauchen, um sie zu erreichen. Okay, an die Axt werden wir rankommen. Überlass das Denken lieber mir. Aber wir brauchen was. Dann haben wir noch ein Wappenschild. Das berühmte Wappenschild des Seviles. Das wird das einzige Überbleibsel dieser Tyrannen sein. Dann haben wir eine herumstehende Rüstung. Sowas wird mit jedem alten Schloss geliefert. Und können wir mal mit denen reden? Ja, das können wir wohl machen. Du, ich glaube, dass der König mit uns reden will. Er ist nicht mehr König, du Dummkopf. Wir haben doch rebelliert. Ach so, stimmt ja. Also, was willst du? Klunk. Beleidigt. Ja, nehmen wir mal das hier, denke ich. Was hat euch Narren dazu gebracht, zum Feind überzulaufen? Also, das ging ziemlich schnell, nachdem wir die Horden da draußen... Sei still, Dummkopf. Wir konnten uns nicht länger der gerechten Sache widersetzen. Sprich, sie haben einfach Schiss gekriegt. Können wir uns nicht friedlich einigen? Nein. Ihr feigen Hunde! Ihr feigen Hunde! Ihr niederträchtigen Überläufer! Ha. Ihr heimtückischen in den Rückenfaller! Ihr kriecherischen Kollaborateure! Ihr verweichlichten Seitenwechsler! Ich glaube, das bringt alles nicht. Ihr abscheulichen Fähnchen in den Windhalter! Ihr widerwärtigen Wankelmüter! Es bringt nichts, aber ich find's lustig. Ihr... So langsam fällt mir nichts mehr ein. Na endlich! Das hat mich alles tief verletzt. Wenigstens konnte ich ein wenig meiner Frustration abbauen. Immerhin. So, warum lässt du dich denn immer beleidigen? Klunk, warum lässt du es zu, dass dich dieser Wicht dauernd beleidigt? Genau. Smiley, hör auf, mich dauernd zu beleidigen. Sei still, Dummkopf. Okay. Okay, das hat jetzt nicht so sonderlich viel gebracht. Können wir uns nicht darauf einigen, dass ihr wieder für mich arbeitet? Nein! Kann ich euch nicht mit einer Lohnerhöhung überzeugen? Nein! Und wie wär's damit? Können wir uns darauf einigen, dass ihr clever seid? Nein! Köstlich, köstlich! Oh. Ihr heimtückischen Kollaborateure seid meine Zeit nicht wert! War das jetzt eine Beleidigung? Ach, sei still, du Dummkopf! Ja, der scheint wirklich nicht der Allerhellste zu sein. Aber gut, wir müssen uns jetzt endlich mal weiter mal mit unserer Flucht kümmern. Da haben wir, glaube ich, noch ein Seil gehabt. Ich glaube, das ist die Kordel da hinten, oder?
Die beiden Metallkugeln an den Enden verhindern, dass ich das Seil einstecken kann. Da könnte man die Axt wahrscheinlich dafür benutzen. Was sind das mir unterwegs? Sei still, wir warten hier auf Verstärkung. Ich denke, dass die Regierungsgeschäfte im Moment ruhen müssen. Ja, das schätze ich auch mal. Was haben wir sonst noch alles hier? Da haben wir noch ein weiteres Porträt. Dr. Ignatius Faustus Civil der Erste. Seine Schandtaten sind für alle nachfolgenden Zivils ein Vorbild gewesen. Ein widerlicher Tyrann, wie alle anderen auch. Vielen Dank für das Lob. Das Traurige ist, er meint es tatsächlich so. Mein geliebter Thron. Eine durchaus angemessene Sitzgelegenheit, wie ich finde. Naja, mir wäre er zu hoch, aber... Sag mal, sollten wir uns nicht besser Civil schnappen? Er entkommt uns sonst noch. Ach, du Dummkopf. Mein von der Staatskasse abgezweigtes Privatvermögen. Es kann sich schon fast mit den Schätzen meines Rivalen Gunnar messen. Okay. Ich würde aber sagen, das verlierst du wahrscheinlich jetzt alles bei der Flucht. Da haben wir dann noch Statue umwerfen und Fluchtweg öffnen. Habe ich erwähnt, dass es sich bei der Statue um massiven Stein handelt? Sie umzuwerfen ist mit Sicherheit keine praktikable Lösung. Willst du etwa die Mauer mit der Statue einreißen? Ha, dass ich nicht lache. Das klappt doch nie und nimmer. Dafür müsstest du einiges an Spinat essen. Oder in einen Kessel mit Zaubertrank fallen. Ja, die zwei haben mich schon an gewisse Leute erinnert. Aber gut, aber ich habe eine Idee, wie wir an das Ding rankommen. Vielleicht können wir unseren Multifunktional-Zepter mit der Axt benutzen, um sie runterzuholen. Das Schloss ist ohnehin umsteckt. Ich würde sagen, das funktioniert sogar. So. Ausgezeichnet. Das könnte mir für eine Flucht nützlich sein. Eine ziemlich scharfe Axt. Was passiert denn jetzt, wenn wir das mit den Wachen benutzen? Verlockend. Aber da die beiden weitere kriecherische Aufrührer erwarten, ist Verprügeln dieser Wichte wohl keine praktikable Lösung. Ja, aber es ist nett, dass da ein Kommentar dazu, gab. So, jetzt benutzen wir das mit dem Absperrseil, dann kriegen wir doch bestimmt das Seil. Exzellent! Ich habe die lästige Seilhalterung abgeschlagen. Glaubst du etwa, dass du uns mit dem Seil überwältigen kannst? Ich weiß es nicht. So, wir haben das Seil. Exzellent, das Seil ist nun mein. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt damit? Was mir aufgefallen ist, dass der hier auf so diesen Teppich gestanden ist. Ich glaube immer, dass er uns entkommt. Sei still, du Dummkopf. Überlass das Denken lieber mir. Gibt es hier irgendwo einen Teppich? Nee. Kein Teppich-Hotspot. Was machen wir dann mit dem Seil? Langsam wird's langweilig. Sei still, wir warten hier auf Verstärkung. Einfach so werde ich das Seil dort kaum festbekommen. Eine Art Kletterhaken wäre meine Rettung. Kletterhaken? Dann benutzen wir mal das hier mit der Axt. Hervorragend, ich habe eine Enteraxt gebaut. Das. Sag mal, sollten wir. Das war das, was ich mir dachte. Dann benutzen wir das mal mit der Statue. Ach, du Dummkopf, wir blockieren doch die Tür. Wie soll er da denn entkommen? So, jetzt bin ich mal gespannt. Du, ich glaube, dass Civil gerade fliehen will. Hey, lass das gefälligst! So ist's recht. Du, mein Magen knurrt bedrohlich. Wollen wir nicht mal eine Pause machen? Bitte. Nein, wir müssen noch auf Verstärkung warten. Solange mich diese beiden gehirnlosen Armleuchter beobachten, werde ich das mit dem Seil wohl besser lassen. Vielleicht kann ich sie irgendwie loswerden. Okay, das heißt, wir müssen erst einmal diese zwei Dings loswerden. An sich ein guter Plan. Als Problem könnte es sich erweisen, dass ich 5 Mann gebraucht habe, um die Treppe an die Position zu bekommen. Was für ein lächerlicher Fluchtversuch. Ergib dich einfach deinem Schicksal. Nee, das machen wir natürlich nicht. Ich würde sagen, wir reden noch mal mit denen.
Schauen wir mal, ob das irgendwie was bringt. Ich meine, irgendwie müssen wir es ja loswerden. Gib auf, Seville! Das Schloss ist... Was gibt's denn noch? Habt ihr beiden Nichtsnutze vorhin auch dieses Donnergrollen gehört? Das war kein Donner, sondern dieser verfressene Kerl hier. Ich habe halt einen schweren Knochenbau. Da brauche ich einfach einen kleinen Happen zwischendurch. Ja, so wie der aussieht, waren das viele kleine Happen zwischendurch. Verständlich, verständlich, wo doch die Mittagsstunde nahe ist. Ich gehe fest davon aus, dass der Koch gerade ein opulentes Mahl zubereitet. Oh ja, ich kann schon fast all die erlesenen Speisen riechen. Gebratenen Schinken, Hühnchen. Ich finde, wir sollten jetzt sofort eine Pause machen. Was? Nein, das ist völlig unmöglich. Wir müssen aufpassen, dass Seville nicht entkommt. Aber ich habe Hunger. Aber bitte, ich laufe doch nicht weg. Wohin denn auch? Das Schloss ist von den Rebellen umstellt. Vollkommen richtig. Also gehen wir essen. Na gut, dann gehen wir eben kurz was essen. Aber wehe dir, wenn andere Rebellen uns Seville wegschnappen. So, die zwei sind mal losgeworden. Durch die Tür kommen aber wahrscheinlich trotzdem nicht durch. Exzellent! Die beiden Schwachköpfe hier aus dem Weg zu räumen war leichter als gedacht. Allerdings haben sie offenbar die Tür von außen versperrt. Ja, das dachte ich mir auch schon. Die berühmte Schlachtenrüstung meines Urgroßvaters. Man sagt, dass er sie niemals abgelegt hat. Eines Tages ging er dann schwimmen. Das ist natürlich eine schlechte Idee. Es geht zwar nicht, aber wir probieren es trotzdem mal. Die beiden Schwachköpfe haben die Tür von außen verbarrikadiert. Ich werde wohl einen anderen Ausweg suchen müssen. Na gut, dann lasst uns mal diese Enter-Axt mit der Statue benutzen, so wie wir es vorhin schon machen wollten. Und dann schauen wir mal. Meinst du wirklich, damit kriegst du die Statue umgeschmissen? Naja, ich bin mal gespannt. Andererseits kommen wir vielleicht einfach durchs Fenster durch. Ja, Seville, sportlich, sportlich. So manch einer hätte das nicht geschafft. Bonjour, ihr abgeläutet. Ich habe euch eine köstliche Mahl gezaubert, mein König. Immerhin, der Koch steht noch zu uns. Und fandet ihr nicht auch, dass die Musik erstaunlich nahe an Indiana Jones geklungen hat? Et voilà, lasst es euch schmecken. Ein Rattenburger? Was zu essen. Wunderbar. Ich hoffe nur, dass niemand dieses Essen mit dem Begriff Henkersmahlzeit in Verbindung bringt. Offenbar hat mein Chefkoch in der Küche nichts von dem Aufstand mitbekommen. Anscheinend nicht. Und wieder einmal hat sich mein durchaus egozentrischer Meisterkoch selbst übertroffen. Burger à la raton. Äußerst deliziös. Naja, wenn du meinst. Nehmen wir mal unseren Happen zu sich. Nicht schlecht. Fast könnte ich noch etwas vertragen. Wahrscheinlich werden wir das auch brauchen. Nehmen wir doch mal den vollen Bierkrug. Ein erlesener Humpenbier. So, den können wir uns sogar mitnehmen. Umso besser. Und mit der Klingel können wir wahrscheinlich den Koch nochmal holen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns noch ein bisschen genauer um und machen das aber erst in der nächsten Folge. Dann schauen wir mal, ob er dann in der nächsten Folge aus dem Schloss fliehen können. Ich meine, aus dem Thronsaal sind wir inzwischen geflohen, aber aus dem Schloss sind wir noch nicht rausgekommen. Aber
Wir werden sehen. Wir werden es auch noch schaffen, denke ich. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.